Hey und willkommen bei meinem allerersten Video auf diesem Kanal, was auch noch ein Let's Play anfangen wird von Ark Survival Evolved. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Du hast auf das richtige Video gedrückt von dem richtigen Typen und ich hoffe, wir werden jetzt einiges erleben. So, wir sollten erstmal hier ein paar Einstellungen machen. Das Difficult Level lassen wir so. Aber da ich alleine bin, werde ich das den XP-Multiplikator, ich habe einen Schwanz im Mund, sorry Leute, auf 3 stellen und das, den Taming Speed auch auf 3. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Normalerweise, wenn man halt mit noch einem Kumpel zeugt oder noch mit 2, 3 Kumpels, dann ist das alles natürlich ein bisschen einfacher, aber ich mache das halt jetzt alles alleine und naja. Ich will auch jetzt nicht irgendwie 50 Minuten an einem Vieh sitzen, das könnt ihr vielleicht verstehen. So. Jetzt erstmal was noch von mir. Ich bin Daniel, auch genannt hier auf YouTube und auf Twitch und Twitter, Mochi oder Mochenchen. Und hier werdet ihr alles Mögliche sehen. Alles, worauf ich Bock habe. Es sind Let's Plays. Es sind einfach vielleicht kleine random Videos von irgendeiner Scheiße, die ich fabriziert habe. Zum Beispiel auch Songs. Ja, ich mache Lieder. Ich persönlich bin kein guter Sänger. Aber ich kenne Leute, die entweder gut singen können oder ich mache es einfach. Dann halt auf eine unterhaltsame Art und Weise. So, ich hoffe, das ist irgendwie... Nein. Auch falsch. Also, ich versuche gerade rauszufinden, ja, das ist Bob. So, das will ich auch nicht. Man kann irgendwie einen neuen Charakter machen. Nein, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich will mir einen neuen Charakter erstellen. Ich habe nur keine Ahnung wie, deswegen gucken wir erstmal nach. Ich glaube, wir müssen einfach sterben, oder? Ja, wir bringen uns einfach mal um. Es geht am besten, wenn man ein fleischfressendes Vieh angreift. Zum Beispiel dieser Kumpel hier drüben. Hi! Ja, super. Das machst du klasse. Oh ja, gib mir mehr. Oh, bist du super. Ja. Oh, guckst du böse. Ja, wer ist ein Braver? Wer ist ein Braver? Ja, wer ist ein Braver? Ja, du bist ein Braver. Dafür, dass du Level 19 bist, ne, brauchst du relativ lange. Ja, komm, jetzt bring mich doch bitte um. Sollen wir dann, ja, die Zeit jetzt nutzen, um darüber zu reden, was ich jetzt in diesem Projekt vorhabe? Also, ich habe vor, einfach alleine ein bisschen Ark zu spielen. Das liegt nicht daran, dass momentan Ark wieder im Kommen ist. Natürlich liegt es daran. Aber, nein, eigentlich macht dieses Spiel mir einfach richtig viel Spaß. Und ich dachte, komm, du hast so Lust, mal wieder Ark anzufangen. Mach es doch, während du es aufnimmst. Und dann wird alles schön und beautiful. So, zuerst erstellen wir unseren Charakter. Wir nennen ihn natürlich Mochi. Das ist ganz klar. So. Und er wird der schönste Mann überhaupt. Weiße Haare bitte. Wir machen uns natürlich auch... Wo ist... Bin ich behindert? Nicht antworten. Nicht antworten. Maximal pigmentiert. Ja, ich finde so ein kleiner Kopf, der hat schon Style. Aber so eine riesen Stirn macht das alles nochmal viel besser. Oh, wie süß. Guckt euch doch unseren kleinen Mochi an. Ha, bis jetzt gefällt mir schon richtig gut. Irgendwie feiere ich seinen Kopf ja richtig hart, ne? Ach, das muss aber echt so sein. Holy. Ja, irgendwie sieht beides viel zu normal aus, ne? Komm, wir machen das irgendwie ein bisschen so. Ach, der Mochi, der hat große Hände. Obwohl. Ah, nee. Eigentlich schon eher so. Also. Ne. Also, ich bitte euch, ne? Der Mochi hat natürlich einen ziemlich krassen Bizeps. Ich gebe zu, ich vernachlässige die Unterarme ein bisschen. Ein bisschen. Aber dafür bin ich ja auch, ne? Ich ja Stiernacken. Giraffe oder keine Giraffe? Wir sind ein bisschen Giraffe. So,
breite Brust, breite Schultern. Sind ja breiter als der Türsteher. Ach komm, ich bitte dich. Oho, ja, Mann. Ey, boah, diese Killermaschine. So. Ja, ein richtiger Muskelmann. So ungefähr sehe ich auch in echt aus. Nur alles halt komplett anders. Wir trainieren keine Beine. Aber ich habe große Füße. So. Ja, der sieht doch mal wirklich wunderschön aus. Komm, wir speichern den sicherheitshalber mal. Ja, schreiben muss gelernt sein, würde ich sagen. Watschel. So. Und Create New Survivor. Habe ich jetzt schon eine Spawnzone ausgesucht? Egal. Och, du Scheiße. Wo sind wir denn hier gelandet? Och, nö. Hier ist irgendwie Schnee, ne? Ist hinter... Was ist hinter mir? Holy! Alter Schwede, ist da ein Mammut. Und da ist Wasser. Und mir ist kalt. Yo, besser kann doch mal ein Let's Play nicht anfangen, würde ich sagen, oder? Hammer. Ein fucking Mammut. Hi! Mann, bist du geil. Mann. Ich wünschte, ich hätte so einen langen Rüssel. Naja, egal. Pinguine! Oh mein Gott. Da ist ein Baby-Pinguin. Baby-Pinguin. Wow. Oh. Ey. Ah. Das ist aber... Wie komme ich hier weg? Hallo? Ich glaube, ich hätte mir echt keinen schlechteren Ort aussuchen können, um zu spawnen, oder? Ich bin irgendwie jetzt schon halb tot. Jo, ich würde sagen, man sieht, wie gut ich bin. Ja. Ich hätte einfach woanders spawnen sollen, ne? Wir erfrieren gerade. Das ist das Problem, warum ich so viel Leben verliere. Oh, kann doch nicht sein. Zweimal in der ersten Folge. Really? Really? Unser Bein? Warum haben wir uns ein Bein gebrochen? Warum haben wir uns Knochen gebrochen? Ich meine, guckt uns... Okay, wir haben die Beine nicht trainiert, aber ich bitte dich. Komm, ich glaube, wir müssen echt gucken, dass wir vielleicht mal relativ schnell sterben. Danke! Ich sage jetzt, wenn das passiert. Wir müssen unbedingt woanders spawnen. So, South Zone 2. Ich glaube... Nein! Zum Glück haben wir Mochi gespeichert. Mochi, nicht Joe, Mochi, danke. Ich spawn mich schon wieder woanders, als das, was ich ausgesucht habe. Mann, was ist nur los mit mir? Okay. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte ist, es gibt eventuell Frame-Probleme. Ich weiß, ist in Ordnung. Müsst ihr mir nicht dreimal sagen. Ihr könnt mir das zweimal sagen, aber nicht dreimal. Ich werde daran noch arbeiten. Ich werde vielleicht gucken, dass ich vielleicht doch ein paar Einstellungen runterfahren muss. Aber an sich wollte ich jetzt eigentlich nichts wirklich drastisch runterschrauben erstmal. Ich wollte erstmal gucken, ob das so geht. Momentan stört es mich nicht. Es sind an sich flüssige 30 FPS. Klar, ne? Seid ihr bei einem Hand of Blood oder einem, keine Ahnung, macht's noch, Dehner, die haben vielleicht 60 FPS oder was weiß ich. Aber die haben auch ein ganz anderes Einkommen. Und sie brauchen halt ihren Computer und die Frames, damit sie halt ihr Geld weiterhin gut verdienen können. Ne? Ich mache das halt nur hobbymäßig, weil ich Spaß dran habe. Und deswegen, ich bitte euch, entschuldigt dann die FPS-Probleme, Münzen. So drastisch sein sollte für euch. Ich werde gucken, dass ich das alles noch ein bisschen beheben werde. Also macht euch da keine Sorgen. Jetzt habe ich genug über FPS-Probleme gesprochen.
ja an sich gar keine wirklichen Probleme sind, weil, okay, man merkt, es ruckelt ein bisschen, aber, ne. Was wir jetzt am Anfang machen müssen, ist natürlich ein bisschen Holzfarmen, à la Minecraft, und ich drücke ganze Zeit auf Escape, weil ich in mein Inventar will, aber, boah, dabei muss ich nur I drücken. So, wir können uns jetzt endlich eine Steinspitzhacke machen. Das ist schon mal gut, und wir haben auch schon ein höheres Level erreicht und bauen... Ich muss erstmal am besten noch was skillen. ich würde sagen, wir machen erstmal wirklich Tragegewicht. Jetzt, das ist wir können beides lernen. Perfekt. So. Ich habe jetzt einen Campfire gelernt und auch die Axt, nicht die Spitzhacke. Die konnten wir schon von Anfang an. Denn wir müssen halt gucken, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr Holz farmen. Erstmal am Anfang. Und das geht natürlich mit der Axt am besten. Mit der Spitzhacke kann man am besten Pech sammeln. Oder halt Stroh, wie es auf Deutsch, glaube ich, heißt. Und ja, werden jetzt erstmal noch die nächsten, ich sag mal knapp 4 Minuten, noch ein bisschen, ja, hier rumlaufen und uns vielleicht auch eine schöne Stelle suchen, wo wir erstmal... Oh, wow, 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 wow. Ich habe eben gesagt, dass du schwach bist. Okay, ich gebe zu. Aber du musst mich doch jetzt nicht als Mochi auch noch hassen, oder? Gut. Er hat auf mich gehört und hat jetzt gesagt, hey, Mochi, ist in Ordnung. Wir fangen nochmal neu an. Finde ich klasse. Er hat doch gesagt, hier... Das war Vergangenheit. Das ist alles vergangen. Ich drücke schon wieder auf Escape. Holy. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche Flint und kein Holz mehr. Oh. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Okay. Nehme noch ein paar Steine mit. So. Ja, jetzt die Sache. Ich muss halt dafür zu Steinen. Also nicht zu solchen Steinen. Nein, nein. Sondern zu solchen Felsen wieder hinten. Ich nehme jetzt auch mal vielleicht keine Steine mehr mit, sondern ich wollte ein paar Beeren mitnehmen. So, damit wir auch mal was zu essen haben, denn wir haben schon Hunger und wir haben auch Durst. Obwohl ich glaube, das mit dem Durst, das wird weniger ein Problem als das mit dem Essen. Denn das ist halt alles noch Kreidezeit und Steinzeit, kann man das so sagen? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, welche Zeiten das genau sind. Also, ne, auch das entschuldigen. Auf jeden Fall ist hier das Wasser... noch kein Salzwasser, es ist Süßwasser. Das bedeutet, wir können einfach ins Wasser gehen, das zeige ich euch jetzt auch gleich mal, und einfach mal trinken. Es ist nicht dieses Problem, wie zum Beispiel jetzt, wenn ihr irgendwie schiffbrüchig seid und überall ist fucking Wasser, aber ihr dürft davon nichts trinken. Nein, hier könnt ihr einfach wirklich ins Meer gehen, euer Maul aufmachen und gut ist. So, wir haben auch jetzt schon gleich Level 3 erreicht, was ich schon sehr gut finde. Und jetzt ist die Frage, was lernen wir? Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Fetch Foundations. Und ich würde gerne auch noch eine Waffe lernen, ne? Obwohl, Wände. Wir lernen hier erstmal auch noch die Wände. So. Ich finde es wichtig, wir sollten uns relativ früh vielleicht einen Unterschlupf bauen. Wie gesagt, wir sind alleine. Und ja, ich habe jetzt keine Lust unbedingt, ne? Dann, wow. Als ob wir das hier nicht abbauen können. Da renne ich hier hin für nichts. Okay. Danke, Spiel. Danke. Ich merke schon, wie sehr wir uns ja mögen werden in den nächsten, keine Ahnung, wie vielen Episoden. Aber ich beiß mich durch. So. Ihr müsst nicht unbedingt fragen, was noch in Zukunft kommen wird. Aber wenn ihr das machen würdet, dann würde ich euch natürlich antworten. So gut es geht halt, ne? Dieser Kanal hält sich nicht an irgendwelchen Programmen. Meine ich mich und vielleicht noch ein paar Freunde, weil ich sehr gerne was mit Freunden mache. Ich bin echt behindert. Ich stelle bald die Steuerung um, ne? Werde einfach das machen oder ich werde einfach das machen, worauf ich Lust habe, denn das ist halt einfach nur ein fucking Hobby. Da scheiße ich drauf. 5 Folgen am Tag von irgendwas zu haben und am nächsten Tag auch und am darauf folgenden Tag auch. Das ist egal. Ich brauche keinen Projektplan. Ich versuche es relativ, zu gewohnten Zeiten zu halten und immer wieder mal zu bringen. Aber ich sage nicht, hey, jeden Tag ab jetzt um 15 Uhr kommt Ark. Da kommt vielleicht mal ein Tag nichts. Da kommen vielleicht mal 3 Tage nichts. Aber
Es kommt irgendwann wieder. So viel steht fest. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So. Ich würde sagen, dann machen wir auch schon mal ein Campingfire. Eine Fackel. Was brauchen wir denn dafür? Fiber. Okay. Fiber, Fiber, Fiber. So. Da haben wir noch dies gecraftet, sind fast wieder Level Up. Ich glaube, wir machen uns noch schnell Level Up, indem wir noch mal ein paar Sachen hier farmen. Und dann werde ich jetzt gleich auch schon die Folge hier erstmal beenden. Das ist dann der kleine Einstieg in dieses hoffentlich sehr... Wow, 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 wow. Ich habe erst jetzt realisiert, dass es gerade wirklich ein kleiner Hänger war. Das ist halt nur der kleine Einstieg in einem hoffentlich sehr lange andauernden Projekt, das mir sehr viel Spaß machen wird. Eventuell werde ich irgendwann gucken, dass hier noch andere Leute draufkommen. Vielleicht sogar ihr. Oder besser gesagt genau du vor dem Bildschirm. Mhm. Ich kann es echt nicht glauben, dass du 16 Minuten mit mir ausgehalten hast. Ich glaube, du hast irgendwelche psychischen Probleme. Vielleicht sollte deine Mutter dich doch nochmal untersuchen gehen. Und ich habe schon wieder Escape gedrückt. Mensch, kann doch nicht sein. So. Ich wollte eigentlich aufhören, ne? Aber das Spiel macht mir jetzt schon so viel Spaß. So. Ja, nicht mal das alles hier. Ah, brauche ich das? Das ist doch zum K.O. schlagen, ne? Ich brauche das bestimmt nicht. Besser wäre halt die Schleuder mit Level 5. Ach, fuck. Ja, ich bin ein Idiot. So, egal. Ich würde sagen, das war es dann auch erstmal mit der ersten Folge von Ark Survival Evolved. Ich bin euer Mochi. Ich laufe nochmal ein bisschen Baywatch-artig ja, Richtung Kamera und sage bis zum nächsten Mal. Love ya.